Das Tor öffnet sich. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Part irgendwie bald 70, genau weiß ich es nicht. 66 denke ich mal, oder 67 jetzt. Und das ist jetzt wieder einzigartig, wir haben schon lange keinen Drachenwunsch mehr gehabt. Sind wir genügend Spieler mal am Morgen gewesen und haben das Event getriggert. Dadurch haben wir jetzt einen Wunsch frei. Und der Wunsch wähle ich, denke ich mal, persönlicher, weil ich noch nicht Level 60 bin. Und werde dann wahrscheinlich noch leveln. Die Quest werden wir noch abgeben, also die Event, das böse Lila. Und, ja, ich denke, sie werden Xen-Bonus oder so, was auch immer kommt. Aber weil halt das jetzt auch einige Zeit geht, bis es kommt, bis der Drache kommt. Ja, muss ich jetzt noch ein bisschen überlegen oder alles Mögliche. Ja, ich könnte die Pest wegmachen. Ja, das kann man eigentlich sehr gut auch wiederholen. Geht scheinbar nicht so direkt, ja? Aha, man muss hinsetzen. Okay, ich habe die Pest schon wieder. Weil sie geht einfach gar nicht weg. Aber sie macht überhaupt nichts. Sie hätten irgendwie Gargul-Schaden erhöhen können dann. Aber dadurch, dass die auch nicht so aggro sind und mega low-levelig sind, macht das nichts aus. Also es gibt nichts außer dieses diese Quest-Fortschritt. So, jetzt ist er da. Also schon schneller, als ich gedacht habe. Gut. Dann, mal schauen, ob ich irgendwen kenne. Gefrierschrank kenne ich so ein bisschen. So, also, was wollen wir nehmen? Hilf mir, dies loszuwerden. Jeder in dieser Höhle wird ein Felsenbruchstück bekommen, der im Lager seit 1000 Magnetbruchstücke in 100 Magnatantite zu verwandeln. Das ist nicht so gut. Drache von Ignis. Akquiriert ein Zeppelin durch, wenn es die Möglichkeit gibt, den Drachen von Ignis zu bekämpfen. Ja, die zwei Sachen sind zur Reihe zum Farmen da. Lasst viele looten. Doch gibt jeden Plund. Ich glaube, looten ist eigentlich ziemlich gut. Erfahrungsbonus ist natürlich. Ich denke, Erfahrungspunkt, weil Loot-Sachen muss ich jetzt nicht machen. Ich mache Erfahrung. Ist mir egal, was die anderen nehmen, aber ich mache Erfahrung. Ich will endlich auch Level 60 erreichen. Also, ich werde es wahrscheinlich schneller schaffen. Ich habe echt keinen Bock, die ganze Zeit auszuruhen. Der Besch ist so stark mit den Beschwörungen und wenn er noch Heilung hat und andere heilen kann und andere wiederbeleben kann, dann ist er eigentlich optimal für mich. Dann muss ich nicht ständig immer ausruhen und so weiter. Ja. Das ist für mich optimal und deshalb brauche ich die Erfahrung auch dringend. Die erhöhte Erfahrung. Und ich werde nicht gieren jetzt, ich werde XP Booster eingeben. Aber ich denke anfangs 200 und dann ab Level 55 oder so 500. Damit ich dann noch Geld habe. Es ist momentan auch wieder ein Bonus, glaube ich, von 30% mehr Xim oder so. 20%. Kann ich mal nachschauen. Ja, da muss ich jetzt auf die Website gehen. Weil dieses Chaos von den verschiedenen Sprachen ist natürlich nicht gerade so toll zum Suchen jetzt. Also, ja. Ich finde einfach blöd, dass man dann immer scrollen muss. News. Ah, hier ist gar nichts Neues. Okay. Auf der Website wird auch nichts mehr Neues gemacht. Ja, dann Steam. Das böse Lieder. Aber kein Ximnus. Ja, kein Ximnus. Okay, ich kann es nicht sagen. Es steht nirgends. Ja, mal bei Discord bin ich weggegangen. Das war mir ein bisschen zu nervig, mit den Entwicklern zu reden. Ja, man darf das nicht machen und das nicht machen. Ja, ist mir egal. Ich habe gesagt Tschüss. Also ich, ja, dann gehe ich weg. Tschüss. Und dann bin ich weg gewesen. Dann war der Ding weg, der Kanal, also, ja.
Wahrscheinlich haben sie mich rausgeschmissen, aber gut, von mir aus. Aber immerhin haben sie mich angeschrieben. Andere werden wahrscheinlich gar nicht angeschrieben, nur rausgeschmissen. Da habe ich schon einen Bonus. Wow. Ich fühle mich geehrt, liebes Entwicklerteam. Dankeschön. Also wenn es wirklich so ist, dann ja, Respekt, Entwickler. Ihr macht mal etwas. Eine Sekunde denken. Wow. Leute, stimmt doch ab, ey. Das ist unmöglich. Schlafen die während dem Drachenwunsch? Kann schon sein. Ich denke, die sind alle so mega erschöpft von diesem Spiel. Es tut so müde machen, die ganze Zeit nichts zu machen. Das ist, ja. So, denn. Das ist auch ein Freund von mir. Ist auch ein Spanier, also Argentinier wahrscheinlich. Oder ist es der, der aus Venezuela kommt und in Chile wohnt? Gerade momentan. Und wieder zurück muss. Ich weiß es nicht, aber Venezuela ist halt immer noch so ein armes Land unter dem Präsidenten, der den Bürgern nichts bietet. Außer Kummer und Armut. Ja, Macht ist nicht leicht zu bewältigen. Ja, und jetzt ist ja momentan in der USA recht viel. Corona, New York ist abgeschottet, niemand kann mehr nach New York gehen. Und schlimm ist es ja scheinbar wieder in China, da haben wieder Touristen in Hongkong alle angesteckt und jetzt sind die Hongkongianer schuld, also böse auf die Touristen, oder? Und ein Schweizer Kreuzfahrtschiff hat ungefähr 256 Infizierte und die kommen jetzt nicht mehr weg. Aber wieso machen denn die wieso machen die Fähren? Und wieso machen die Zeitschriften und Webseiten dann Werbung darüber? Also, ich verstehe das irgendwie nicht. Ich bin ja selber schuld. Also, ich finde, allen Leuten mitzuteilen, dass sie selber schuld sind, müssen sie ja scheinbar nicht. Aber sie machen's, diese Agenturen. Das ist so ein toller Job. Einfach das machen, was man nämlich nicht machen sollte. Einfach Werbung, Werbung, immer mehr Werbung. Ja, und die Leute gehen gerne raus, machen alles Mögliche, infizieren sich immer weiter. Und wir Braven hätten wahrscheinlich nicht aussterben. Also, ja, nur die Leute, die wirklich gar nichts mit der Quarantäne zu tun haben, werden sterben. Und wenn, solange ihr keinen Besuch annimmt, also wirklich auch das macht, was die Regierung sagt und so, dann seid ihr nicht tot und könnt rausgehen dann und seid wahrscheinlich dann auch immun und so, weil der Virus kann sich dann nicht mehr weiter mutieren. Und ja, der Mensch reagiert ja auf bestimmte Einflüsse. Und wenn ihr es habt, dann werdet ihr auch wahrscheinlich nicht so sterben, weil es kommt immer darauf an, wie stark ihr infiziert werdet. Wenn ihr sehr viele Viren abbekommt vom Corona, dann seid ihr natürlich schnell tot. Deshalb so wenig, auch eigen Ding, so wenig Kontakt zu anderen Menschen haben wie möglich. So. Du hast wahren Mut gezeigt, Drago Basler. Du hast etwas unfassbar Schwieriges gemacht. Du hast gegrindet. Herzlichen Glückwunsch, du hast 10 Gargus besiegt. Dafür gibt's einen Schleck von meiner Zunge. Nein, nö. Ja. Ein Lolli. Du hast dir eine Pause und eine Belohnung verdient. Aber komm bald wieder. Wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen, damit ich noch mehr grinden kann. Dankeschön. Sehr nett, aber schönes kreuzritter Gewand. Das passt sehr gut zur Regnung. Ja, jetzt haben wir es fertig. Machen fertig. Wir haben das Event fertig gemacht und haben jetzt 6 auf 7 Magneten gemacht. Wow. Cool. Ich bin absolut begeistert von diesem Event.
Herzlichen Glückwunsch, Entwickler. Ihr habt mich so gelangweilt, dass der Drachenwunsch mich wieder so motiviert hat, dass ich jetzt wahrscheinlich nochmals grinden werde. Aber, ja, wir gehen zum Bischi rüber. Oh. Heftig. Es ist so schwierig, einen Part zu füllen oder motiviert zu sein in einem Part, dass ich einfach sagen könnte, ich würde jetzt gerade momentan keine Rechnung mehr bringen und mir wieder Ferien gönnen, aber nein. Ist einfach so. Es ist nicht mein Game. Die Entwickler machen zu wenig, um wirklich auch motiviert zu sein. Ich bin aber eben seit Anfang an dabei. Ich bleibe einfach dabei. Ich kann nicht aufhören, auch wegen den Videos. Und ja, ich muss schauen, dass ich ja, dranbleiben kann. Ne, es motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Ich habe einfach nie, egal in welchem langweiligen Ding, aber ich habe nie lange Langeweile. Ich habe eigentlich immer wieder sofort Motivation. Ich tue es ja zum Beispiel mit Ghost Thunder, geht ja online Parts aufnehmen. Und da habe ich auch nicht immer Bock. Aber er ist ein bisschen mich am Zwingen, ein bisschen, ja, Lust geben sozusagen auch. Und dadurch bin ich jetzt gerade echt motiviert, ihm jeden Tag ein Video zu bieten. Jetzt haben wir gerade einen Kampf gemacht in einem Wald zwischen zwei Jägern und einem Wildtier, also einem Puma. Weil der Puma ist schon stärker als ein Mensch und er hat viel mehr Leben. Und dadurch hat sich das auch so irgendwie angefühlt wie Champions of Legnum. Aber es hat mehr Spaß gemacht, weil es auch schneller war und wir auch suchen mussten und so. Es muss in Legnum halt auch kommen, dass wir einfach die Motivation haben, andere Spiele zu töten und nicht nur, oh, es gibt Xim, oh. Das ist einfach nicht motivierend genug, immer zu grinden. Ich bin lieber einer, der gerne wirklich das Spiel genießen kann, Freude hat und so weiter. Okay, der andere kommt doch nicht. Ich dachte, ich würde mir alle Gegner wegnehmen, aber ja, er holt einfach den Rest. Das ist gut. Manche Leute machen das extra, dass ich nicht farmen kann. Ja, motiviert tut mir das natürlich auch nicht. Und jetzt kann ich halt nichts anderes zeigen als gerade ein bisschen Monster-Clopping. Aber schaut, wie schnell es geht. Ich will nur manchmal auch ein bisschen zeigen können, wie schnell es geht und so ein Ding. Aber zeitlich habe ich halt einfach kaum Zeit neben den Parts. Also wenn ich wirklich levele, dann eigentlich kurz vor einer Folge. Und ihr seht, ich habe eigentlich alles dabei mit Heilung. Außer Selbstregeneration. Und es geht sehr gut. Also wenn er kommt und er Lowlife ist, kann ich ihn auch heilen. Ja, scheinbar hat er jetzt wirklich aufgehört, das ist gut. Weil es ist sonst sind halt einfach viel zu wenig Gegner. Und dann ist natürlich immer einer arm dran. Aber ich habe noch die Arme dran, also es geht noch. Jetzt bin ich halt dran. Ja, gut. Einer nimmt immer den anderen etwas weg. Also ihr könnt wirklich Brain AFK leveln mit dem Bash, finde ich. Ich habe jetzt gerade keine Beschwörung mehr gehabt. Konnte einfach Imps beschwören und sofort ist der Gegner da. Also unglaublich, wie schnell das geht. Aber es ist gezogen. Also man muss wirklich, denke ich mal, 500 bis 1000 Schildkröten besiegen, um ein Level aufzusteigen gerade. Also immer auf blaue gehen mit dem Beschi oder auf gelbe sogar, aber die Beschwörungen machen eindeutig viel zu wenig Schaden gegen gelb. Also man kann leider nicht mehr so effizient leveln wie mit dem Barbar. Mit dem Barbar konnte man gelbe, sogar orange recht schnell besiegen. So, immer zuerst mal ein bisschen Käferchen machen. Und dann Käferschwamm, ja. Käferchen. Oh. Was eigentlich Regnum machen könnte, ist ein bisschen Lebenssimulation einzubringen. Also wirklich auch NPCs, die leveln.
machen oder so. Oder einfach auch die Gegneranzahl erhöhen, damit es ein bisschen bedrohlicher aussieht, dass die Gegner vielleicht auch ein bisschen Spieler suchen und angreifen. Dass die Leute jetzt nicht unbedingt nur noch durchreiten können und vielleicht Magneten sammeln oder so, sondern dass wirklich Level 60er Spieler dann auch von Gegnern verfolgt werden. Eventuell sogar die Gegner irgendwie gebufft werden, solange einer da ist. So, wir haben wieder keine Beschwörung. Man hört es manchmal nicht. Der Zerkit, der habe ich immer gerne gelevelt, also mitgelevelt. Aber jetzt ist der Leash halt viel besser. Beide sind Level 5. Und der Leash macht einfach viel mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob er. Nein, ich glaube, er hält nicht mehr aus. Aber er killt halt die Gegner viel schneller. Er macht ungefähr so. Ja, 1,5 mal so viel Schaden. Also 111 hat er, ne, das ist glaube ich der Stab gewesen. Aber ihr könnt sehen, 300 irgendwas ist schon viel. Also so macht Leveln Spaß. Wenn ihr neu seid, macht am besten einen Bashi. Wir brauchen in der Warzone auch Bashis, deshalb macht Bashis und ja, kämpft in der Warzone wirklich auch mit dem Bashi. Könnt ihn auch wirklich mit Stabskillung oder mit Beschwörungen. Ja, aber ihr macht mit Beschwörungen sehr wenig Schaden an Level 60er Spieler, wenn ihr noch nicht Level 60 seid. Also am besten einfach dann, wenn die Spieler normal sind, die eure Feinde sind. Und das ist dann eigentlich mit Level 56 der Fall, oder 55, weiß das einer. Damit das ja auch besser wird mit euren mit dem Kampfglück. Wir werden mal sehen. Ich werde sicher Challenges machen, wo ich keinerlei Heilung und Buffs mitnehme und dann ein paar Gegner killen muss als Beschwörer. Ich werde aber andere Leute natürlich feeden damit, aber das ist mir nicht so schlimm. Und andere Challenge bitte auch in die Kommentare. Das Spiel bietet ja, hat außer Spieler keinen Anspruch sonst. Kann ich ja mal ein bisschen an Monster vielleicht testen. Ja. Wir werden dann sehen, wenn es soweit ist. Ich levele auf jeden Fall so schnell wie möglich. Also ich könnte jetzt auch wieder einen XP Booster einsetzen. Nur möchte ich jetzt einfach, weil ich ganz viel Loot sammle, nicht leveln, damit ich auch Loot habe dann, wenn ich dann ja auf sehr leicht die Gegner habe und sie nicht mehr einfach gute Erfahrung geben. Genau. Hier ist leider momentan nicht so viel los mit Schildkröten. Aber hier wieder. Schön. Also, ja, der letzte Part hat auch wieder ein bisschen mehr Aufrufe bekommen. Also nicht, dass ich jetzt sage, wow, ich bin langsam Fame oder so. Ich bin wirklich noch nicht Fame. Aber der Anstieg ist rasant nach oben gegangen. Und für alle die Leute, die jetzt auch neu sind, einen herzlichen Dank. Und für die Veteranen, die sowieso meine Parts auch lange schauen und so weiter, immer noch eine mega Hilfe. Dankeschön. Und ja, ich bin aber eben einer, der keine Werbung machen will, also auch nicht so weiter wächst. Also je mehr ihr mir zuschaut und liked oder sonst so Sachen machen, desto mehr kann ich auch wachsen. Also bei mir habt ihr eine richtige Entscheidung. Auch Dislikes helfen mir wunderbar. Sobald ein Dislike auf einem meiner Videos ist, wird es ungefähr um 25% mehr geschaut. Sie können vorstellen, bei den Parts, wo ich halt auch ein bisschen gehatet wurde, dass sie einfach mich nicht akzeptierten wollten, dass ich auch ein bisschen Kritik sage oder so. Ja, das ist einfach klar, man spielt das Spiel und möchte gerne das Spiel auch genießen können, macht man halt auch nicht immer. Aber jetzt genieße ich eigentlich das Spiel wieder sehr. Also eben das Event. Aber ich bin halt sehr schnell halt auch ein bisschen gelangweilt.
dafür immer wieder schnell nicht gelangweilt. Und ja, da müsst ihr einfach mit klarkommen. Wenn jemand ein Spiel runter macht, dann ist es sicher nicht wegen euch. Dann müsst ihr nicht disliken. Ihr dürft Kommentare schreiben und sagen, ey, hör auf, das zu machen, das tut mir nicht gut, das macht mir Schmerzen. So Sachen, aber nicht mit Dislikes antworten. Aber eben Dislikes macht ein Video viel Fame. Das ist einfach daran, dass die Spieler, also die Fans von diesem Game oder so, dann interessiert sind, wieso wird gedisliked? Und auch ein paar gut schauen. Oder auch, dass YouTube eigentlich auf gedislikte Videos mehr Verbreitung schickt, also automatisch, dass es einfach besser verbreitet wird. Und das ist einfach schön, aber ja, ich möchte natürlich wie jetzt momentan wirklich ohne Dislikes auskommen. Ich möchte, dass es allen gefällt und deshalb unterlasse ich auch mehr Kritik. Ich habe jetzt einfach gesagt, das Event war nicht so gut, es gibt mehr Probleme. Aber dass es so negativ angekommen ist im letzten Part, also vor dem letzten Part, ist schon ziemlich, ja, ich finde es peinlich, was die Entwickler überhaupt machen. Es darf ja nicht mehr kritisiert werden heutzutage. Ich war der Einzige, der im Discord-Forum und Suggestions oder in der Taverne ein bisschen manchmal Kritik gebracht hat. Aber das ist wirklich low gewesen. Ich habe nur gesagt, das ist nicht so gut. Man darf doch sagen, wenn etwas nicht so toll ist, oder? Das ist doch keine Kritik. Also wirklich keine, ja, böse Absicht. Die Entwickler können damit sogar geholfen werden. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Moderatoren dann meinen, ja, sie müssen einer der aktivsten Leute dann aus dem Channel werfen, weil ich sage, ja, okay, dann gehe ich halt weg. Dann verstehe ich das nicht mehr, weil ich wäre ja sowieso weggegangen und hätte nichts mehr geschrieben. Aber so, einfach rauswerfen, ist die unterste Schublade, finde ich. Ja gut, Freiluftpost. Schön, dass Alsius wirklich aktiv ist. Endlich wieder mega. Also alle Warzone, Dankeschön, dass wir wieder besser sind. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht, alle zusammen. Wir waren wirklich mit Abstand das Schlechteste in vor ein paar Wochen. Und jetzt sind wir wieder stark, wenigstens am Morgen, wenn die Igen noch nicht online sind. Weil die Igen sind momentan eher stärker sonst, wenn die Spieler online sind. Aber gut. Ich freue mich und ich werde euch natürlich auch gerne dann helfen als Heiler und Buffer. Und wir werden ja dann sehen, wenn ich dann auch Equip habe und so, ob ich dann nicht auch ein Killer bin. Ein schlimmer Finger. Ja, 7 Minuten. Ja. Ich schaue nie gerne runter zum Handy. Ich habe einen Timer an. Weil ich habe manchmal überzogen und das ist nicht so gut gewesen, weil YouTube ab 30 Minuten extrem viel länger braucht. Als würde irgendwie da eine Klausel sein. Ja, wir tun mal Ding. Ich habe nichts gedroppt bekommen. Was ist denn los? Es ist nichts. Ah, der hat gedroppt oder der hat vor dem Part gedroppt. Ich weiß es nicht. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ja, sie stellen den Drop-Mechanismus aus, damit wir noch ein bisschen warten können, dann machen sie ihn wieder an. Und dann plötzlich kommen so 4, 5 weiße Items und man denkt sich so, oh nein, jetzt müssen wir wieder zum Händler. Nur weil ein paar kurz droppen. Weil das ist natürlich, das Gewichtssystem ist natürlich schon schlimm. Also jetzt habe ich noch wirklich viel Gewicht frei. Aber ja, das kann wieder schnell sein und dann muss ich wieder in die Stadt. Ja, das langsame Reiten ist halt echt nicht gut. Aber es ist auch wegen Fairness, damit die Leute vom Pferd geholt werden können und so weiter. Hey, bleibt da! Hier ist die Party. Kommt, kleine Kinder. Macht Party mit der Schildkröte. Ja. Also ich kann wirklich mega schlecht spielen mit dem Beshi. Er killt trotzdem schnell. Man muss nur ein paar Knöpfe drücken.
Und so, denke ich, mache ich viel mehr fürs Leveln wieder, dass ich euch wieder schnelle Fortschritte zeigen kann. Aber ich komme kaum dazu, also. Ja, ich müsste mal auch leveln, wenn ich hochlade. Sonst tue ich immer nur leveln, wenn ich gerade aufgestanden bin und wieder ins Bett gehe. Und ja, das ist natürlich nicht so gut, weil es auch Zeiten sind, wo andere Spiele nicht online sind. Und zum Beispiel der Nokia hat wieder gefragt, wann ich denn endlich online bin. Dabei bin ich schon ständig online, aber immer an den falschen Zeiten. Ist halt nicht so gut, also. Ich denke, Regnum hat jetzt gerade momentan wieder so einen guten Stellenwert, dass ich wirklich auch an den Zeiten leveln kann, wo ich Ding. Aber ich muss halt auch für Ghost Hunter Videos aufnehmen an diesen Zeiten, an den Downtimes-Zeiten, wo alle Spieler online sind. Und Elder Scrolls Online halt auch in den Spielen. Ja, Minecraft-Server-Sichtigungen ist auch am Abend. Und dadurch habe ich wirklich sehr wenig Zeit, am Abend wirklich auch Warzone und leveln zu können. Außer für auch eine Aufnahme. Und dann ist schon den ganzen Abend gefüllt. Mit 4 mal 30 Minuten. Und deshalb bin ich wirklich kaum am Abend online. Aber jetzt werde ich sicher mehr machen können. Weil bei Elder Scrolls Online nervt es so ganz viele Spieler an einem Event wie das Namen-Event zu haben. Weil man sieht überhaupt keine Straße mehr, es sind überall einfach Spiele. Und bei Minecraft-Server-Sichtigungen sind auch die Anfragen wieder ein bisschen zurückgegangen. Jetzt bin ich momentan nur am Warten auf Server-Veröffentlichungen. Und danach werde ich wahrscheinlich noch weniger haben, zu tun haben. Ist ein bisschen schade, dass es jetzt nicht mehr so viele Leute die Videos schauen und dadurch nicht mehr so Werbung machen kann. Aber gut. Eigentlich möchte ich ja gar keine Werbung machen. Wenn ein Video einer Server-Admin oder einer Server-Fan das Video sieht, kann er mir ja eine Anfrage schicken. Aber sonst bekomme ich ja da auch zu wenig zu tun. Jetzt mache ich noch keine Beschwörung. Ja, es ist ein bisschen knapp. Es geht auch! Nur 2 Skills und ein Gegner ist da. Und der ist eben normal, also. Ja, ich könnte wirklich auch gelb angreifen, aber das ist völlig unnötig. Man braucht einfach 1000 Mal länger. Ja, dann haben sie nochmals einen Angriff auf Ignis, die Leutchen. Die tapferen Kerle von der Tötungsagentur. Killer Boys! Ich finde einfach, was in Regnum so cool ist, dieses einheitliche Design. Also es sieht alles wirklich exakt gleich, also ja. Einfach diese charmante Grafikstil und die verschiedenen Animationen, Robben und so Sachen sehen wirklich nach Regnum aus. Nicht nach Skyrim, nicht nach Gothic. Es sieht nach Regnum aus. Es ist wirklich einzigartig. Und die Grafik ist wirklich auch nicht am Älterwerden. Es ist einfach nicht eine gute Grafik heutzutage noch. Aber es wird nicht älter, es wird nicht noch hässlicher. Es bleibt eigentlich hässlich. Nee, es ist nicht hässlich. Ich finde die Grafik sogar sehr schön. Aber man muss ja nicht zu viel Anspruch hegen. So. Und dann haben wir noch eben einfach auch die Lust durch die Warzone und durch die anderen Spiele. Ich weiß, wieso die anderen Spiele auch das Spiel immer noch spielen. Ich weiß, wieso ich noch das Spiel spiele. Es ist einfach nie langweilig werdend. Also es ist einfach ein langweiliges Spiel. Also nicht so langweiliges Spiel. Aber es wird nicht langweiliger. Es wird nicht zur Langeweile. Es ist eigentlich immer irgendwo auch eine Motivation dahinter. Und deshalb, es wissen viele Fans von Regnum nicht ungefähr, wie ich das Spiel so mag. Aber ich möchte das im nächsten Part auch nochmal so ein bisschen mehr rausholen. Wieso ich das Spiel seit 12 Jahren spiele? Seit 13, 14 Jahren, genau. Seit 14 Jahren spiele. Und, ja. Das ist einfach, man liegt dran. Wie zum Beispiel Gothic.
spiele ich auch immer noch. Oder Diablo 2. Ich kann viele Spiele gar nicht mehr verlassen. Es ist ein Teil von meinem Gehirn. Ich kann nicht einfach aufhören. Es ist eine echt, ja, es ist schon fast so eine Nerdigkeit. Also man will etwas einfach nicht mehr vermissen. Auch wenn es mir stinkt, auch wenn ich das Spiel wirklich kritisiere oder ja, gerade nicht so gut rede, ich liebe das Spiel immer noch. Aber andere Rechnungsspiele sind wirklich härter. Die mögen dann gar keine Kritik, die mögen dann gar keine Plagerei. Und ja, das ist halt auch nicht so gut. Das tut den Leuten auch nicht so gut. Am besten einfach auf euch schauen und halt euch eher kritisieren, wenn ihr es könnt. Momentan spiele ich echt nicht gut. Das muss ich einfach sagen, dass ich mich jetzt auch ein bisschen kritisieren kann. Aber jetzt lassen wir das in Ruhe. Der Part ist zu Ende. Und machen im nächsten Part dann wieder Warzone. Oder dann auch wieder ein Drachenwunsch. Ja, was wurde jetzt eigentlich genommen? Können wir das kurz schauen? Ich muss dann jemanden fragen. Ja. Wenn ihr das gesehen habt in diesem Part, dann könnt ihr mir das gerne nochmals schreiben in die Kommentare. Aber ich schaue mir das Video sowieso vor dem Hochladen nochmal an. Und dann sehe ich es auch. Aber dürft ihr gerne schreiben. Einfach nicht meinen, ich würde es dann wirklich auch von euch erfahren. Tschüss.